Ich danke Gott, dass ich sehr vielen Menschen, einzeln und auch Gruppen, habe in verschiedenster Weise helfen können. Auch angefangen von den vielen Frauen, denen ich helfen konnte, ein gesundes Baby zu bekommen oder überhaupt schwanger zu werden. Dann von den kleineren Kindern, den vielen Kindergärten, denen wir helfen konnten für frühkindliche Erziehung, aber auch etwas zu essen zu bekommen und schon sehr frühzeitig auch aufgeklärt zu werden, wie man sich nicht anstecken kann mit HIV, wie man sonstige Life Skills lernt, dann in weiterem Schulalter, dann Erwachsenengruppen, ja, bis hin, dass wir vielen Menschen haben helfen können, sich gegen AIDS behandeln zu lassen und auch die Medikamente zu nehmen, sodass sie sogar wieder arbeitsfähig wurden. Ein ganz wichtiger und treuer, verlässlicher Partner war jetzt über viele Jahre und hoffentlich auch noch in die Zukunft Missio. Ich hoffe für alle Menschen, die auch hier Beiträge geben, dass Missio dieses wichtige Werk weiterführen kann, nicht müde zu werden und nicht zu sagen, ja, das ist ja, hilft ja doch alles nichts, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und was soll man das alles? Das stimmt nicht. Und wenn es auch nur ein einziger Mensch wäre, dem man helfen kann, ein menschenwürdiges Leben, auch ein menschenwürdiges Sterben, ein Geschenk zu bekommen, dann ist das etwas, was hier auch jedem Freude machen sollte. Ostern ist ein sehr freudiges Fest, aber zunächst natürlich begehen wir auch mit allen Menschen das Leiden und das Sterben Jesu Christi. Und da sind sie sehr, sehr angesprochen, denn alle haben viel Leid erfahren. Und ganz besonders strömen die Menschen herbei am Karfreitag, um den gekreuzigten Jesus zu verehren, das Kreuz zu küssen. Es kann stundenlang gehen, aber dann danach kommt der große Jubel. Jesus Christus ist auferstanden. Und er ist bei uns und er liebt uns. Diese Botschaft, die ja global ist für alle Christen und alle Zeiten, wird sehr bewusst und lebendig bei uns in der Kirche in Tansania gefeiert. Ich würde mich freuen, wenn ich einigen Lesern helfen kann, über ihr eigenes Leben nachzusinnen, über den Lebenssinn. Was will ich mit meinem Leben, was konnte ich tun und auch dahin geführt zu werden zu der Frage, wer ist Gott für mich und zu vertrauen, dass Gott da ist und dass Gott führt. Denn diese große Freude, die ich aus dem Glauben habe, die würde ich sehr gerne vielen Menschen weiterschenken.